Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ich glaube, es ist mittlerweile soweit, dass wir hier das wieder starten können. Sie haben das blöde Lager endlich abgerissen. Das habe ich natürlich jetzt so ein bisschen übersehen. Wie geht es hier voran? Wie es ausschaut, ist unser Sandlager hier leer geworden. Bedeutet, wir müssen schauen, wo der überall aktuell graben darf. Schnappen das Ganze auf und versuchen das so groß wie möglich zu gestalten. Um ihnen ein paar Baggerpositionen noch durchzugeben. Zum Beispiel wie hier. Und dann schauen wir Stück für Stück langsam, dass wir das Gebiet hier weiter freikriegen. Ich glaube zum Beispiel hier könnten wir noch ein bisschen an die Grenzen gehen. Hier können wir leider nichts mehr machen in dem Fall. Aber es wird dann schon. Unsere Bagger geben sich die größte Mühe wahrscheinlich, wie es ausschaut, das Ganze hinzukriegen. Aber ich glaube, unsere Lager sind mittlerweile wieder bummvoll. Ja. Aber zurück zum Thema. Die Energie passt auch hier wieder super. Das ist doch schön zu sehen. Wir waren hier mit diesem extrem riesigen Teil beschäftigt. Und ich war jetzt gerade beim Überlegen, wie wir das am besten handeln. Wir hätten rein theoretisch zwei Eingänge rein. Wenn wir die einzeln handeln wollen. Mein Ziel wäre es ja am Ende, die hier in der Mitte durchzuführen und hier oben drüber zu führen. Bedeutet, die müssten hier seitlich dann irgendwo sich connecten. Wahrscheinlich am besten hier vorne in so einen Verteiler reingehen und dann vorne rauskommen. Also wir können sie eigentlich mal direkt eindesignen. Plan wäre so circa, dass... Wie viel Anschluss hat denn das Ding eigentlich? Hier der Verteiler hinkommt. Und wir dann... Nein, nein, nein. Hier. Und nicht so, dass wir hier zwei Ausgänge haben, die dann rausführen. Das wäre halt echt ein voll zentralisiertes System. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, wenn ich sage, ich will dich jetzt zum Beispiel hier anschließen. Wie würdest du es machen? Vorne rum. Wie würdest du es handeln? Hinten rum, das schaut mir schon mal besser aus. So, okay. Wir handeln jetzt erstmal so, wie wir das circa durchführen würden. Ungültige Verbindung. Muss der so hoch gehen dafür? Dann wäre es echt fast schon dumm, aber es schaut halt geil aus einfach. Dann wäre es auch wiederum schlau, über den hinteren zu gehen. Boah, ist das scheiße. Okay, gehen wir erstmal zu den hinteren. Wir wissen ja hier, dass wir den Anschluss schon haben. Wir können ja sonst noch ein paar Kabel umbesetzen oder sowas. Die Frage ist ja eher, wie gehen wir mit dem ganzen Dampf um? Rein theoretisch kann man sagen, und ja, wir haben ja einfach den Ding, wir setzen hier jeweils einen hin, setzen eine Rohrleitung hier, eine Rohrleitung hier und setzen dann hier einen Anschluss dran. Der wiederum, das ist jetzt natürlich die Frage, wie viele Anschlüsse habe ich hier? 1, 2, 3. Bedeutet, wenn ich jeweils so gehe, ja, und das meine ich jetzt ernsthaft, ich will so viel übertriebene Verteiler einbauen, einfach weil sie einen super Ausgleich geben und es dann einigermaßen gleichmäßig ausschaut. So, und hier kann ich ja rein theoretisch
Wenn ich einen Verteiler haben möchte. Ich versuche jetzt gerade weniger. Ah, da wird das dann ein bisschen eng. Dann müsste ich das ganze Ding ein bisschen weiter vorbringen. So ungefähr nach hier. Na, was ist... Hast du Lack gesoffen oder sowas? Auch nicht so. Und ja, ich baue das alles mit den großen Dingen einfach, weil ich es gerade geil finde. Das ist wahrscheinlich Ressourcenverschwendung hoch 10, aber ich finde es gerade geil. Wenn ihr euch das anschaut, ist das sowieso reine Ressourcenverschwendung. Ach, ich will doch. Es werden langsam ein bisschen viele Anschlüsse, würde ich sagen. Wo willst du denn hin? Jetzt krieg dich mal wieder ein, so. Inkompatibler Anschluss. Warum denn das jetzt? Warum ist denn das ein Intake? So. Dann wäre das ja sozusagen unser Stück, das wir anbringen. Wenn kann ich das jetzt einfach kopieren? Let's try. Flip. Schaut eigentlich ganz gut aus, ne? Wir geben dir hier einen Anschluss und dich setzen wir da dran. Perfekt. Dann dich hier. Und dich bis hier außen rum. Alter. Es ist eine Verkabelung der Hölle, ich sag's euch. Holy Macaroni. Natürlich muss dann hier hinten die Flüssigkeit auch wieder zusammengeführt werden. Bitte sag, dass ich durch die Mitte durchgehe. Holy shit, zum Glück. Ist die Frage, wie macht man das? Man könnte natürlich sagen, okay, wir probieren es mal auf der Weise. Wir sagen, wir gehen die seitlichen Dinger jetzt weg. Ihr seid jetzt mal die untersten Verbindungen. Nein. So. Dann seid ihr sozusagen die nächsten Verbindungen. Okay. Ah, du würdest dir jetzt um den anderen rumgehen, ne?
Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwerer. Gut. Kann ich das Kabel einfach... Nein, ich wollte das ganze Kabel kopieren. Nee, kann ich nicht. Schade. Okay, nochmal das Ganze setzen. Wohin hat er sich gesetzt? Hier oben drauf. Geil. Jetzt musst du ja nur noch hier irgendwie wieder runter. Er findet es irgendwie nicht so lustig. Geht doch. Alter, diese Verkabelung. Ich werde irre. Was tue ich hier? Alter Verwalter. So. Das machen wir auf der anderen Seite auch noch. Es ist so ein Verbindungschaos. Schaut euch dieses Ding an. Es ist alles irgendwie miteinander verbunden. Aber alles hat irgendwo Verteiler, alles hat irgendwo Regler. Und ist mit der besten Technik ausgestattet. Aber holy shit. Jetzt ist halt wieder die Frage, wie kommen wir nach da hinten? Aha. Wir führen die dreimal zusammen hin. Ich hoffe, dass das Programm Spiel mir das jetzt nicht übel nimmt, aber das ist halt echt sonst zu heavy. Ich bin jetzt schon vollkommen überfordert mit dem, was ich baue. Okay. Wir haben es geschafft. Meine Freunde. Es ist ein Meisterwerk der Technik. Holy shit. Es ist es halt echt, ne? Es ist ein Meisterwerk einfach. Was, wie willst du es sonst beschreiben, was ich hier gebaut habe? Das ist ein Meisterwerk. Das ist... Allein diese Anschlussverteilung, dieser Mittelgang, der hoch und runter geht, sich abwechselt von Höhen und Tiefen. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Das ist original mein Meisterwerk. Das ist mein Meisterwerk. Und ich bin stolz darauf. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich finde es geil. Es schaut vom Design her cool aus. Es schaut sehr symmetrisch aus. Es hat eine schöne Passform, die man verwenden kann. Hier vorne schaut es ein bisschen raus, aber das ist jetzt, finde ich, nicht schlimm. Wir haben rein theoretisch genügend Schornsteine für alles. Bedeutet, es sollte auch nichts problemmäßig unterwegs sein. Die Verteilung ist einfach nur heftig. Also, ich wüsste nicht, was ich sonst noch sagen sollte. Es ist einfach eine heftige Verteilung.
Allein schon vom Wassereingang hier vorne, der sich dann hier wie sonst noch was aufteilt und dann auf einmal hier mit Schlingen das Wasser, das Restwasser zurückkommt. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht einfach geil ausschaut. Also holy shit. Und wie viel produzieren wir jetzt am Ende damit? Wir haben hier jeweils 2,5 Megawatt Anlagen. Bedeutet 2,5 plus 2,5 macht 5. Und nochmal hier 5 und nochmal hier 5. 15 Megawatt können wir mit dieser Anlage produzieren. Ohne Probleme. Wie viel Dampf brauchen wir dafür? 3x48. Das ist eine Anlage für 3x48. Und wenn ich mich nicht irre, ist das doch rein theoretisch genau das, was wir hier produzieren mit Volllast. Wenn wir nicht mal gerade wieder aus Kohle? Sie sind schon wieder an den Platz ausgegangen. Sagt mir das doch früher, Mensch. Habt ihr die Straße gebaut? Gut. Dann kriegt ihr hier schon mal wieder neue Aufgaben. Okay, die sind nicht damit fertig geworden, aber ist mir jetzt auch tendenziell wurscht. Erstens hätte ich gerne, dass ihr die Seiten hier erweitert. Wir wollen so viel wie möglich an Kohle rauskriegen hier. Und dann setzen wir hier in der Mitte mal eine tiefere Bohrung schon an. Wir gehen auf die 0 runter. Obwohl, nee, lass uns auf die plus 2 gehen. Und graben hier das aus. Gut. Aufgaben verstanden, Leute? Holt mir die Kohle wieder raus. Wir brauchen die. Aber holy shit. Ich weiß noch, wie ich damals das hier cool fand. Oder das hier. Und jetzt schaut euch das Ding an. What the fuck? Ich bin gerade, also tut mir echt leid, ich bin gerade einfach nur so mega geschockt, wie ich mich entwickelt habe. Also, haben wir noch Reste vom Anfang? Genau. So, das ist so Start gewesen von mir, ne? Das sind also die Reste, die es noch vom Start, von den Startsachen gibt. Gibt es sonst so wirklich noch irgendetwas, was vom ganz Anfang ist? Ich glaube nicht. Das sind so die ältesten Betriebssachen, die ich hier habe noch. Aktuell, hier sind noch so ein paar Restteile, die es gibt. Und natürlich die Wohnungen, ne? Dann kam irgendwann die Farm hier oben mit den Anschlüssen hier und pipapo natürlich. Irgendwann kam die Energiegewinnung hier. Und hier immer weiter das ausgebaute Terminal für Energiegewinnung, was ich gerade mittlerweile merke, wir echt hier knapp dran sind, dass wir blank gehen. Was nicht schön ist, bedeutet, wir produzieren zu wenig Öl oder was ist das Problem? Scheint so, als ob wir zu wenig Öl aktuell produzieren. Holy shit, das ist echt nicht gut. Wir brauchen eine weitere Ölbohrinsel aktuell. Ich glaube, wir müssen nochmal einen anzapfen gehen. Wir haben doch hier noch eine schöne frei. Müssen wir uns mal schnell drum kümmern anfangen. Aber man sieht halt echt diesen Entwicklungsstand. Das finde ich so heftig einfach. Und das erstaunt mich auch gerade, dass ich mich so verbessert habe in dem Spiel. Also meiner Meinung nach halt verbessert. Weil ich glaube, am Anfang hätte ich nie sowas hinbekommen. Ich habe hier Spiegeln drin, ich habe hier alle Funktionen drin. Dampfausgleich und schauen, dass man genug rein und raus kriegt. Es werden auch beide Anschlüsse am Ende verwendet, jeweils wäre der Plan. Und holy shit. Rein theoretisch könnte ich die jetzt hier seitlich in so Absetzbecken noch reinfließen lassen. Aber die sind ja bei uns in die Energiegewinnung integriert. Aber man muss auch überlegen, das sind nur 15 Megawatt, die wir produzieren. Wir haben aktuell ein Maximal von fast 10. Aber ich würde mal sagen, das speichere ich mir jetzt als Blueprint ab. Hier als Megawatt-Epic-Stromanlage. Wenn ich jetzt hier draufklicke und sage platzieren, dann kriege ich meine geile kleine Superanlage. Oder? Und es fehlt auch nichts. Kontrollieren wir das nochmal durch. Hier hat er ja vorhin zum Beispiel Teile vergessen, aber schaut aktuell nicht so aus. Schaut alles connected aus. Geil.
Dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Holy shit. Ich bin einfach gerade baff. Ich kann nichts anderes dazu sagen, außer baff, baff, baff. Das ist so ein geiles Piece Technik. Und ganz ehrlich, wenn wir wissen, wie groß das jetzt im Vergleich zu unserer aktuellen Anlage ist. Es ist ein bisschen kürzer und auch nicht wirklich viel breiter. Ne? Aber es ist halt besser ausgeglichen, funktioniert besser und. Das ist natürlich eine geile Sache. Ich habe natürlich weniger Schwungräder dran. Muss man sagen, bedeutet, ich habe weniger Speicherkapazität, aber 248 Megawatt sollten sich im Notfall für einen Kurzausfall schon reichen. Meine Meinung. Wie viel Megakilowatt? Die brauchen 500 Kilowatt jeweils. Und wir produzieren hier 1 Megawatt. Würde ich 2 Megawatt reinhauen? Ja, okay, das habe ich hier schon richtig gemacht. Und hier wären es 1 Megawatt. Oder hier habe ich übertrieben mit 2. Das hier hinten zum Beispiel ist komplett sinnlos. Entweder habe ich das hier per Glück richtig gehabt, oder ich war hier einfach zu dumm. Das hier war richtig dumm, was ich gemacht habe, aber da habe ich rein natürlich nur geupgradet, was ich besitze bis jetzt. Ja. Mein Problem ist natürlich, wenn ich jetzt die Energieversorgung umbauen möchte, muss ich erstmal den kompletten Energieproduktionssatz nach hier unten versetzen, damit ich das Ganze abreißen kann. Und dann die neue Anlage platzieren kann. Jetzt ist die Frage, ist das sinnvoll? Ich würde eigentlich sagen, ja. Wir machen hier zwar jeweils mit 300 Kilowatt, aber es sind 6x300 Kilowatt, beziehungsweise 12x300 überschlagen. Sind wir hierbei. Ne, warte mal, Quatsch. Eine macht 300 Kilowatt. 600. Das sind 1,2 Kilowatt jeweils hier. 1,2 Megawatt. 2,4. 3,6 Megawatt. Ja, das ist jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so viel. Bedeutet, ich bräuchte mindestens 3 von den Anlagen. Oder ich baue eine gut ausbalancierte für hier hinten. Eine schnell gebaute. Das ist die Frage. Aber ich würde gerne das austauschen gegen das aktuelle, was wir besitzen. Also ganz ehrlich, ich würde es gerne halt austauschen, ne? Genug Eisen ist da, Kohle ist das Problem. Aber ich denke mal, wir sollten langsam wieder die Kohle ins Haus kriegen. Die pumpen auf jeden Fall hier schon wieder die Lager voll. Wir sind auf dem besten Weg dafür. Gehen wir hier auch noch ein bisschen Info, dass sie das voll halten sollen, bitte. Die Bagger kümmern sich eh drum, so gut wie es geht. Und wir baggern langsam, aber sicher den Berg ab. Chemiefabrik 2 habe ich gerade bekommen. Oh, schauen wir das mal an. Chemiefabrik 2. Ist das jetzt die Reform? Nee, warte mal, wir tun jetzt aktuell Wasserstoffproduktion anschauen. Chemiefabrik 2 bringt uns Dünger 1 Verbesserung. Ammoniak. Okay, Wasserstoff zu Ammoniak. Hat sich da wirklich was verändert? Wasserstoff und Kohlendioxid zu Brenngas. Das kommt mir neu vor. Das hier oben habe ich doch schon in Verwendung, oder? Warte mal. Sind die einfach nur besser dann? Chemiefabrik. Und wenn ich mir jetzt hier anschaue, Chemiefabrik 2. Die kann das Doppelte fressen. Ach so. Ach so, die kann das Doppelte fressen. Aber aktuell fahren wir ganz gut, denke ich. Aktuell muss ich hier nichts umstellen. Du konntest aber auch schon Brenngas herstellen, oder? Aha, die konnte kein Brenngas herstellen zum Beispiel auch. Aha. Aha, aha. Und Kohlendioxid ist doch der Scheiß, den wir die ganze Zeit aus den Fenstern pumpen irgendwo, ne? Kann ich aus dem Scheiß jetzt auf einmal Brenngas anfangen zu machen, oder was? Ah ne, Kohlendioxid ist was anderes wieder, glaube ich. Oh,
Ich habe ein bisschen Schittel-Diddel gebaut und habe zu weit gegraben, wie es ausschaut. Schnell, Leute, wir brauchen eine Mauer. Dann halt Einzelstück machen, mir wurscht. Stützt es einfach. Ansonsten kann man mich dafür wieder blamen. So. Dann geben wir ihm die Buddelfreigabe hier nochmal. Und er soll... Nein. Er soll hier einfach buddeln. So, so, so und so. Hier geht's nicht mehr. Schauen, dass sie so viel abdecken wie möglich aktuell. Schauen wir, wie viel Sand wir noch rauskriegen. Was sagt denn unser Depot-Anzeige, unsere Liste? Ja, wir sind hier schon relativ am Limit. Bald, bald, bald können wir anfangen aufzukippen. Wie es ausschaut. Bald beginnt die Kippzeit. Le Kippzeiteo. Das schaut so weird aus, wenn hier Plätze frei werden, aber durch die Entwicklung passiert immer irgendwas, ne? Das ist Wahnsinn. Ist jetzt auch so. Warum könnt ihr Erde nicht verfahren? Ist die Kipp. Sind die Kippplätze voll oder was? Dann geben wir gleich hier noch ein bisschen mehr Kippaufträge. Wenn sie sagen, das reicht nicht. So, dann kippt mal wieder, meine Freunde. Oder waren wohl einige, die gewartet haben da drauf. Ja, aber du hast einen Baum ernten dürfen und glaub mir, da oben stehen genug Bäume für alle. Da könnt ihr nochmal alles abfarmen, was ihr findet. Holy shit, Alter, das ist so heftig irgendwie gerade. Allein diese Realisation, was sich mittlerweile alles entwickelt hat. Das war unsere Staatskohlemine und wir schütten die gerade mit Erde zu, weil Erde für mich mittlerweile gefühlt wertvoller ist wie Kohle. What the fuck? Wir haben eine komplett ausgemiente Eisenmine, wo wir gerade noch die Reste rauskratzen und schon einen Teil zugeschüttet haben wieder. Und ja, ich glaube mal, dass die Eisenmine die erste sein wird, die wir verfüllen. Wir werden hier noch am Rand ein bisschen ankratzen. Den Auftrag gebe ich Ihnen jetzt noch sogar. Sie sollen hier noch den Rand ein bisschen abkratzen. Hier vielleicht noch ein bisschen so schräg dran kratzen. Aber dann wird diese Mine auch verschüttet. Dann ist offiziell die Eisenmine vorbei. Die neue Eisenzeit hier oben beginnt. Wir werden hier ein bisschen was machen müssen. Wir werden erstmal hier in den Berg reingraben, wahrscheinlich um die ersten 10 Kilometer abgraben müssen, aber dann wird es auch schon wieder. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von meiner neuen Anlage haltet. Also, bis dann. Ciao.